John? Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Da haben wir dem guten John Marston mal eben geholfen und ihm die Position verraten, wo wir den Ölwagen hingestellt hatten. Ja, in der letzten Episode war ja kürzlich ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht. So, wir können jetzt mit Javier mal reden. Da habe ich nämlich gehört, der will irgendwen ausrauben. Sollen wir das mal machen? Well done, Arthur. You found the Irish Terrier. Sadly, he's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Okay. Wenn er meint, sollen wir den Hof überfallen oder machen wir eine andere Mission? Ihr könnt ja mitentscheiden ein bisschen hier im Livestream bei Twitch. Und wir haben ja hier jetzt... Oh ja, wir haben ja hier... Das ist jetzt echt so eine Side-Nummer, ne, mit der man starten könnte gerade. Und hier ist noch Abigail, die möchte auch mit uns sprechen. Menschenfischer, das hört sich ja auch interessant an. Muss man mal sagen, sind ein paar interessante Missionchen am Start heute wieder. Hier vorne eben auch für José. Aber ich glaube, den Hof überfallen, das kommt ganz gut bei euch an. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Hey, Javier. I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. And they're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Das hört sich aber nicht so ganz vertrauenswürdig an, muss ich mal sagen. On the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Sure, more or less. Tja, das ist jetzt halt die Frage, ne? Der sagt, das wären nur Gangster und Entführer und was weiß ich was alles. Den Hasen lassen wir mal dran. Wir sollen den Hof jetzt von denen überfallen, aber... Das hat sich irgendwie ein bisschen geflunkert angehört alles, oder? Meint ihr? Auf zum Hof, ich bin gespannt. Was ist das denn für ein riesen Blutfleck hier? Immer noch von einem Tier? Krass. Let's stop and go on foot from here. Auf Rossi, da seht das. The hill this way. Follow me. Was haben wir denn dabei gerade? Ist eigentlich jetzt gut, ne? Wir müssen Munition kaufen. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, his family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Also, das ist eine interessante Familie, die ihren eigenen Dialekt erfunden hat. Warte mal gerade, jetzt könnten wir doch mal hier die Binoculars rausholen, oder? Oh, big place, right? Ich will mir das mal anschauen. Well, there's a pretty big barn in the back. Not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. Stash could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Well, I think we need to draw them out somehow. I got an idea. Follow me.
das so eine gute Idee ist. Ja, das wäre jetzt hier eine einfache Nummer. Wird bestimmt noch ein... All these trees? I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us, too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. Hey, keep it down. I hear voices. Okay, vorsichtig. Ihr wisst, wie schnell das gehen kann. Come on, let's hide behind the shed. See if we can hear what they're saying. Ja, das könnte interessant werden. Just stay quiet. Maybe use hunter pig this time once, Mal. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can hollygag all the now day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie get all the jam. You shut your gupper, or I'll flagger your felt, I will. You need to pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Das ist wie, ein bisschen so wie bei Wrong Turn und so. So eine richtig krasse Psycho-Bauernfamilie scheinbar. Wir müssen nach vorne zu dem Rock. Ich gehe aber trotzdem lieber hier hinten lang. Wer weiß, ob der mich da sieht, wisst ihr? Jetzt hier rüber. Zack. Geh da hoch, wollte ich nicht. Da ist aber noch jemand drin, hast du gesehen? Oh oh. Und jetzt? Ja, bist du wahnsinnig? Okay, was haben wir jetzt an Knarren dabei? Auf jeden Fall den Revolver nehmen. Erstmal hier. Den haben wir mit einer besonderen Überraschung. Lass mir erstmal den. What the hickory? Sorry. Ich dachte, wir erledigen die jetzt, bevor die uns sehen. Das schaffen wir auch. Aber die Pferde rasten auch. Da verschanzt. Steht wieder auf. Bam. Herzensguter Treffer. Oh. Das noch mal ein bisschen sanfter einstellen. Die Muni habe ich nicht mehr. Ja, ja, ja. Verdammt. Nimmt er da die andere so in die Hand? Das ist ja echt crazy. Tut mir leid, Lady. So, jetzt noch den einen rausholen, dann haben wir's. Nochmal sicher, lieber.
Scheiße. Bam. Und der Hof ist unser. I don't see any more of them. All right, quick. Let's look for the stash. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Harder Fight. Ist hier irgendwas, Mann? Javier, komm. Has to be under here. There's no place else I could store it. Vielleicht hier oben, da wo die Frau war. Hey Arthur, give me a hand. Ja, ich komm sofort, Mann. Ich meine, hier sind wir so weit draußen, hoffentlich hat er ja das Verbrechen gehört in die Schießerei. Mir ist eine Kiste. Tut mir leid, Lady. Kette mit Silbermedaillon. You want the money or not? Come on. Ja, aber guck mal, ich habe hier auch was. Boah, Geldhaufen. Großer Schmuckbeutel. Leute, hier ist der große Move gewesen. Ja, ich hab doch schon was, Alter. Beruhig dich. Die Pferde am Ausrasten sind. Nur eine Schaufel. Okay. Alle, du Geier. Ja, das stimmt. Ich gebe zu. Hier sind wir mies. Oh, Leute. Hat sich gelohnt. You take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Boah, das gab ja richtig Kohle. Aber richtig. So, ich lasse hier noch ein bisschen umschauen, oder? Kannst du ruhig gerne abbauen hier. Boah, ich muss nur die Pferde beruhigen. Ich krieg so einen Ausraster. Alles gut. Oh. Der ist sogar richtig gut. Wen haben wir hier noch? American Paint. Sollten wir den hier vielleicht sogar mitnehmen, oder? Ja. Let's move. Können wir einen Stall packen. Yep. Das Pferdchen. Easy. Können wir auch gebrauchen. Oh, guck mal, Satteltaschen durchsuchen ist auch gar keine schlechte Idee. Alter, erstmal am Kacken wäre gut hier, ne? Hey. Mal schauen, was da drin ist. Gesalzenes Rindfleisch. Das ist gar nicht so verkehrt. Können wir uns eigentlich mal gönnen gerade. Ein Wildfleisch haben wir auch noch, ne? Zum Kochen bedeutet um Brotkanten. Lecker. Ah, komm, ein bisschen Brot. Solange hier ist keiner gemeldet hat, unseren Hofüberfall, gönnen wir uns erstmal den ganzen Laden, oder? Gucken wir nochmal rein. Oh. Habt ihr gesehen, wie der dagegen geschleudert wurde? Oh Mann, ey. So. Cracker.
Kokain und Zigaretten haben wir genug. Brauchen wir nicht mehr. Kentucky Bourbon haben wir auch genug. Oh Gott, da können wir echt mal verkaufen, ey. Premium-Zigaretten finden wir ohne Ende, ne? So Premium, wie die sind. Sind ja gar nicht mehr Premium-Zigaretten. Eine Schublade. Was haben wir denn da? Oh, Waffenöl, das ist immer ganz gut. Verbandskasten. Können wir leider nicht gebrauchen, aber genug. Und hier gibt's auch nicht mehr viel zu holen, glaube ich, in der Bude. Okay, Cowboys, raus hier. Wie viele Pferde können wir eigentlich mit uns gehen lassen? Können wir die alle mitnehmen? Können wir das andere auch mitnehmen? Wir werden die ja nicht mehr brauchen hier. Wow. Okay. Und was macht der eine Typ hier eigentlich auf dem Dach? Wie ist der eigentlich auf dieses Dach gekommen, verdammt? Hä? Den gucken wir uns aber auch noch. Wie kann das passiert sein? Oh, ich glaube. Oh. Upsa. So, theoretisch. Ossi, komm mal mit. Ihr folgt mir jetzt alle mal, bitte. Ich will doch nicht. Ich wollte nicht. Sorry, Mann. Nein, ich wollte doch kein Lager aufschlagen. Abbruch, Abbruch. Können wir nicht abbrechen. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann kochen wir jetzt mal eine Runde. Können wir hier mal in Ruhe machen. Direkt um die Ecke. Hier sind unsere Du hast deinen Hut verloren. Okay. Dein Pferd oder der Garderobe. Unverschämtheit. Guck mal. So. Kochen wir mal eine Runde. Gar nicht so verkehrt. Ich hoffe nur, meine Pferde sind jetzt noch da. Jede Menge Wildfleisch haben wir. Und dann noch den Hasen, den haben wir ja auch noch am Start. Da ist er. Den wollen wir natürlich auch noch brutzeln über diesem wunderbaren Feuer. Okay, das war's schon. Schade. Moment mal. Wo hat der denn jetzt das Lager gemacht? Ist ja nicht mal mehr ansatzweise in der Nähe. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo das Lager war. Na toll. War denn die Ortschaft, wo wir jetzt... Ach du Scheiße, kein Plan. Na gut, Ruhe und Frieden, Pferde. Muss doch, der kann doch nicht das Lager einfach 2 Kilometer weiter aufbauen, wenn der... Der muss doch hier um die Nähe sein, irgendwo um die Ecke. Ja, sorry, tut mir leid. Tut mir echt leid, Rossi. Tut mir wirklich leid. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo könnte das Lager jetzt sein? Da rechts. Hier rechts? Das war ja im Wald, ne? Aber hier sieht es mir nicht danach da aus. Das ist aber nicht im Schnee. Ich bin noch viel höher hier. Armes Rossi. Schade. Ich weiß nicht, wo der Ort sein soll. Aber das Lager, dass er es einfach so komplett woanders aufbaut, finde ich ein bisschen, naja, ein bisschen doof.
Soll unterhalb von der... Auf der Karte sieht man's. Also hier in der Nähe sehe ich gerade gar nichts. Ist das hier vielleicht gewesen? Könnte sein. Mehr würde ich mir nicht erklären können. Ist aber jetzt auch egal. Es ging ja nur um das Pferd. Wir haben ja da alles gelootet, was wichtig war. Insofern ist es völlig wurscht. Ich würde sagen, wir reisen mal nach Valentine. Da gibt es $15 Kopfgeld. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß, Mann? Okay, dann müssen wir erstmal unser Kopfgeld loswerden. Ist jetzt nicht so schlimm, war jetzt nicht das Oberpferd oder so. Das Pferd Rossi wollte das nicht. Ja. Auf der Karte seht ihr, wo das Lager ist. Also ich sehe da gar nichts. Also hier in der Ecke sieht man auch nicht, wo... Könnte halt hier sein. Ich könnte mal vorbeireiten, ob das das vielleicht ist. Ja. Ich will nicht lange stören. Ja, keine Sorge. Aber das hier ist es nicht, glaube ich, oder? Nee, das ist es nicht. Nach oben? Das ist ja auch egal. Das ist jetzt mir zu viel Zeitvertrödelung mit so einer Lappalie wegen so einem Pferd. Aber wir können da vor mir trotzdem mal vorbeireiten, wenn wir jetzt eh hier sind. Was denn da ist? Aha. Ein schönes Häuschen hier. Okay. Weiter geht die Reise, Freunde. Weiter geht die Reise oder auch nicht. Wo? Da habe ich den Abgrund gar nicht gesehen, den Abhang. Mal kurz gucken, wo kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Eine Gemeinheit. Der Hase stinkt jetzt. Oh. Das ist echt bescheuert, dass der Lager ganz vorne das aufsteigt. Also das finde ich ein bisschen blöd, aber das können wir jetzt auch nichts dran ändern, Leute. Ist egal. So, wir wollen jetzt noch Wellen teilen und da will ich mal Kopfgeld loswerden. Hier vorne. $15, die können wir mal eben ausgeben, investieren. Cooler Weg. Ach, hier waren wir auch schon mal. Erinnert ihr euch? Gefährlich. Ruhig, Rossi. Ganz ruhig. Ah. Ist jetzt nicht so tragisch. Ging nur um das Pferdchen. Wenn 10, 20, das hätten wir vielleicht im Stall behalten. Aber wir finden eh noch so viel krassere Pferde. Das war jetzt nicht so geil, ja. Und die ganzen Goldschätze und sowas, das haben wir ja am Start. Nur gut zu wissen, dass, wenn er das Lager, dass man dann echt den Ort verliert. Und auch mal gerne eine ganze Ecke weiter weg sein Lager dann aufsteckt. Das finde ich ein bisschen schade, weil es sollte dann eigentlich mehr nah dran sein. Aber das haben die wahrscheinlich gemacht, damit es immer gut aussieht, wenn man sein Lager aufschlägt. So, da reiten wir mal lieber kurz nochmal drum herum. Wisst ihr, was ich meine? Weil es halt nicht überall möglich ist, dann terrainmäßig und so weiter und so fort. Dann haben die wahrscheinlich irgendwelche Lagerpositionen gemacht, die in dem Areal, das ist dann das und das ist dann das nächste Lager beispielsweise. Damit das immer gut integriert wird ins Spiel, das Lager. Nicht irgendwie zum Beispiel in der Luft schwebt an irgendeinem Hang. Das verstehe ich. So, jetzt sind wir. Jetzt machen wir das Kopfgeld los.
Entschuldigung. Bin ein bisschen sauer. Hello there and welcome. Okay, ich hätte gerne Kopfgeld hier. Würde ich mir gerne loswerden. Liberty is worth every penny. Ja, machen wir mal hier. 15, ne? Try abiding the law. It ain't so bad. Mach's gut, Mann. Ja, wir haben genug Kohle gemacht. Also so schlimm ist jetzt ich nicht. So, die Psycho-Familie ist ausgerottet. Die Psycho-Bauern. Wir haben dazu beigetragen. Und jetzt mal auf nach Valentine. Da werde ich mich jetzt nämlich mal ausstatten mit dem Dietrich und so. Mal gucken, was es da in dem Laden gibt. Entschuldigung. Oh. Fire and tarnation. Think I'll have another drink and then go see your wife. Ja, da gab es ein paar Streitigkeiten wegen der Frau, glaube ich. Was macht Rossi da? Rossi, was machst du da oben? Bist du denn bekloppt? Komm wieder da runter. Komm hier runter. Rossi. Komm on. Yep. Ja. Yep, yep. Yep, let's get. Ja. Ja, genau. So ist brav. Dass sich einer noch beschwert bei meinem Pferd da. Das weiß, das können wir jetzt nicht gebrauchen. For some more provisions. Got everything you need. Have a look. Na, verkaufen können wir auch mal. All right then, let's have a look. Was haben wir denn so schönes? Eine Zigarre, da haben wir ein guter Brandy. Kannst du einen haben? Someone might want it. Ja, der Arznei Kentucky Bourbon brauchen wir auch nicht. Kannst zwei haben. Ein bisschen was hebe ich immer auf, falls man das irgendwie für eine Mission braucht oder so. Salz ins Rindfleisch, boah, ist richtig was wert, ne? All right. Okay, Bohnen kann auch ein Paket haben und Kaffee kann er auch haben, weil das finden wir auch immer. Guter Brandy. Aha. Wir nehmen den auch. Kleinvieh macht ja auch missbekanntlich. Waffenöl heben wir selber auf. Magenbitter kann er auch einen haben. Und das hier ist für Rossi. Äpfelchen und so. Das Wundertonikum hebe ich hier lieber auch auf. Aber wir können eigentlich nur eben mal eins verkaufen. Und dann haben wir wieder Platz, falls wir was finden. Ne? So, sehr schön. $600, ey. Real good doing business with you. Er hat mich gefreut. Ah, warte mal, ich wollte ja noch was kaufen. Some of the fellers who play poker down at Flatneck Station said they had some clergyman in. Drunk out of his mind. Ja, ja, Mann, das war der Reverend. Kleidung können wir auch theoretisch mal gucken, ne? Na gut, ich gehe jetzt mal Munition kaufen. Eine Schachtel mit 60 Patronen, Kaliber 22, was brauchen wir denn alles? Pistolenmunition normal. Was brauchen wir denn für unsere Doppelläufige für eine Munition? Achso, Gewehrmunition normal, Flintenmunition, ich verstehe, das wäre die dann, ne? Ah, so. Revolvermunition 200 von 200, 31. Und die Gewehrmunition, die brauchen wir in diesem Fall. Also ich meine, Flinten, das ist doch super. Haben wir den Laden leer gekauft. Eine Waffe könnte ich mir auch noch kaufen. Können wir auch mal gucken. Wir haben ja, weil das können wir hier nicht machen. Müssen wir in den einen Laden gehen. Ich meine, wir haben eigentlich auch gute Sachen am Start. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass wir da verkümmern würden. So, das sind nur... Okay, wo kann ich denn jetzt sowas wie ein Dietrich hier kaufen? Jagd- und Angelzubehör vielleicht? Keine Ahnung. Pflanzenfresserköder. Pfeile. Waffenöl, Seeköder.
Ja, der verkauft sowas nicht wie ein Dietrich, ne? Da kannst du komplette Outfits kaufen. Sehr geil. Yeah, Valentine. Claremont. Ah, so ein Schnösel-Outfit brauchen wir nicht. Gut. Das reicht erstmal für heute. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich einen Dietrich herbekomme. Im Lager? Bei den Jungs. Ja, bei so einem normalen Lagerbesitzer regulär wahrscheinlich nicht, ne? Alles ist zum Verkauf hier im Laden. Jede Einzelheit. Oh, das ist aber lieb, dass du gewartet hast. Hat dir mir was zu essen gegeben? Oh, wir haben ein bisschen Munition geholt, ne? Und jetzt würde ich sagen, können wir jetzt mal Waffenladen? Können wir auch nochmal vorbei jetten gerade? Deckbrief. Oh, wer ist das denn? Warte mal. Warte mal, da müssen wir auch mal kurz. Und da liegt er, der Gute. Oder dem Typen eins auf die Nase hauen, weil der mit seiner Frau fremd gegangen ist und hat selber auf die Nase bekommen. Das ist natürlich bitter. Doppelpech. Okay, dann schauen wir mal, was es da für Knarren gibt. Wow, been a while since you've been back, hasn't it? What can I do for you? Let me see what's available. Ich glaube, ich kaufe aber nichts, wenn ich ehrlich bin. Boah. Good choice. Spit 'em like hell. Oh, da haben wir eins, das kriegen wir sogar umsonst. Gut, dass wir da mal hingegangen sind. Das hier. Oh, das ist sogar richtig gut, Mann. The sheriff's gotten that for himself at one point. Smile on your face, guaranteed. Okay. Ändere Teile an deiner Waffe, Dekoration, das ist ja cool. Guck mal uns das mal an. Lauf. It's a nice piece and all, but I'd personally add some rifling. Take it or leave it. Boah, ist schon nicht schlecht. Erhöht die Reichweite nochmal. Weil die Reichweite schon ziemlich gut ist. Da können wir lieber mal den Schaden noch erhöhen, verstärken oder so. Und Visier ist natürlich auch nie verkehrt. Verbessertes Visier, improvisiertes Visier. Verbessertes Visier ist ganz gut sogar. Yep, this is the one. Genauigkeit ist zwar schon hoch, aber das war günstig. $5. We can do a lot with this. New trigger, brand new bolt. Your pick. Was ist das Defensivfernrohr, ey? Ich glaube, das hier reicht, oder? Wir brauchen erstmal keins. Coolen Schutz. Bringt aber nichts, ist nur Deko. Das ist ebenfalls nur Deko. Ja, das haben wir gekauft. Gut. Und beim Lauf. If it weren't for all the bounties running around New Hanover, I'd be out of business. I'd like to give this a personal touch with some engraving. Ach, wie krass, ey. Man kann die komplette Waffe umfärben auch. Und komplett anpassen, echt sein Lieblingsgewehr nachher so zusammenbauen. Das ist schon geil. Wenn sie in Schwarz zum Beispiel oder sowas. I let Sheriff Malloy and his boys know about my best deals, ach, cool. As you can imagine. Seht ihr das? Jugendstil. So eine Gravur ist schon nice. Barock. Und dann kannst du noch die Farbe bestimmen. So braun würde ich sagen, wie das Ding, damit das nur leicht eingraviert aussieht, oder? If that paper boy stays at that post next to my shop any longer, I may lose it. Very dangerous for a gunsmith to snap. So, dunkler. Das sieht doch nice aus. $23 für sowas, hey. Der andere kostet 39, dafür ist der Unterschied mir zu gering.
Ah, guck mal, nur da vorne zum Beispiel. Ich auch was cooler. Folks stocking up on bullets and weapons. Some of them may belong to a gang. How would I know? Ja, da werden wir uns sicherlich noch mal eine coole Waffe machen, aber das nehme ich jetzt mal. Warte, just for fun. Finde ich cool. Alles gut. Komm, ich nehme die Komplettgravur. So, Ende. Could go for some poker. Perhaps you could join me later in Smithfields. So, das reicht erstmal. Now I've had my fair share of big nights in Smithfields, but a line of fellers doing a can-can? That's a first. Very nice. Ja, richtig geiles Gerät haben wir uns da gegönnt jetzt. Kann ich jetzt nicht ausprobieren, leider hier. Dietriche, gibt's die auch bei dem? Beim Dings? Ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Waffenhändler Dietriche hat, oder? Hat er die? Kann mal kurz fragen, natürlich. Sorry. Gibt's, glaube ich, im Waffenladen. Wird hier gerade im Chat geschrieben. Dann gucken wir mal bei Accessoires. Oh, ne, Revolver. Sorry, das war falsch. Hier wollte ich rein, unten. Verbesserter Waffengürtel. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, dauerhaft um 50%. Das ist echt gut. Verbessertes Holster. Auch nicht schlecht, ne? Verbesserter Waffengurt. Das ist auch gut. Komm, geh mal ein bisschen Geld aus. Aber Dietriche gibt's hier nicht. Aber schon mal was Cooles zum Verbessern noch geholt. Ich glaube, Dietriche gibt's hier leider nicht. Im Angebot dieses tollen Ladens. War trotzdem nett mit ihm. Und dieser Patronengurt, der jetzt da drum hängt. Come on, girl. Könnten wir mal wieder so eine Kopfgeldnummer machen, ne? Also es ist vieles möglich, ihr seht schon. Aber das ist doch ganz geil. Jetzt brauchen wir nur noch neue Klamotten irgendwann mal. Hey, der Hund wollte uns hier attackieren. Nee, alles gut. Sehr schön, liebe Freunde. Ich würde sagen, dann mache ich hier jetzt mal ein kleines Päuschen. Haben wir ja viel noch nebenbei erledigt. Diese Psycho-Bauern ausgerottet. Und noch vieles mehr erlebt. Und in Kürze geht es dann weiter mit Miss Hühnchen und noch ein Nöcher. Und ihr wisst, was ich meine und so weiter und so fort. Hat auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht hier, mit euch gemeinsam durch die Prärie zu streifen. Und jetzt hier auch mal Valentine ein bisschen was Sachen abzuchecken, was hier noch so gibt, das neue Knarre und so. Und bevor ich jetzt aber abbreche hier den Stream und so, wollen wir die nochmal testen, oder? Was uns in die Quere kommt auf dem Wege. Na, das muss ich jetzt. Ah, guck mal hier. Ich bin ruhig, gar nicht zu, Mann. Bleib ruhig. Ich will nur jagen. Das war ein bisschen zu, ich schieße jetzt lieber nicht rum. Ich warte jetzt nicht mehr lieber. Boah, 14 Schuss hat die. Das ist schon mal richtig gut. Okay. Na, geht aber.
muss man auch gut mit durchziehen, ne? Also viel Schaden macht ihr nicht unbedingt. Da wären wir dann unser Doppelläufiger sozusagen. Ah, die ist ganz schön flott unterwegs. Na gut, den haben wir jetzt zerlöchert, ne? Das war echt... echt crazy. Oh, komm drauf! Ja, vielen Dank fürs dabei sein, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann morgen oder so wieder, ne? Oder vielleicht in der nächsten Folge, je nachdem, wann ihr schaut und wie ihr schaut. Und ja, das wird auf jeden Fall was. Wir machen ja immer, im Moment gibt es, glaube ich, immer 2 Folgen am Tag, am Anfang sogar 3. Aber sie macht nicht viel Schaden, ne? Sie macht nicht viel Schaden. Müssen wir mal checken. Also der Bock hat jetzt echt viel durchgehalten. Müssen wir mal checken, vielleicht holen wir uns auch nochmal eine andere Waffe. Wir probieren jetzt aber erstmal aus, ne? Und jetzt würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann in Kürze wieder im Wilden Westen. Bis dahin, Cowboys und Cowgirls. Sorry.